Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metrolust Light. Eben war mein Visier irgendwie noch nicht kaputt, jetzt auf einmal schon. Mir ist das alles gerade ein bisschen zu laut, deswegen läute ich jetzt einfach mal die Klingel. Und ich weiß, ich werde es jetzt schon bereuen. Ich werde mich mal hier auf diesen Steg hinstellen, weil von der Seite und so kann sonst nichts kommen, nur von vorne direkt. Vielleicht klappt das ja eher. Und mir sind echt die Monster gerade echt viel zu laut. Kommt nicht her. Ich weiß nicht mal, wie man schießt. Es ist so lange her. Boah, ich werde so einen Hörsturz danach haben. Nach dieser Aufnahme. Ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Latla, Latla, bevor ein weiteres kommt. Oh mein Gott. Ich will das hier überleben. Ich will das unbedingt überleben. Das ist fies, das ist fies, das ist fies. Ja, okay, das kommt ein bisschen von der Seite. Aber, Wayne! Was soll das? Das letzte Mal kamen hier alle von vorne. Oh mein Gott, wie nimmt man ein Medipack? Mit Q, glaube ich. Ja, mit Q. Nimm es. Das letzte Mal kamen hier alle von vorne, als ich es getestet habe. Oh Gott, ich habe mich erschreckt wegen nichts. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass hier schon wieder ein Vieh wäre, deswegen. Okay, okay. Komm, das schaffst du. Oh, ich bin so angespannt, weil ich das diesmal unbedingt schaffen will. Ja, ja, genau. Ein bisschen noch durchhalten. Ich lade gerade nur nach. Geht weg, ihr kleinen Biester. Lass das. Ja, bin ich. Bin ich. Ach, auch wirklich, wirklich allein bin ich gar nicht. Ich habe hier so ein paar. Ja, ja, hier bin ich. Nö. The snow on the surface starts melting. The familiar rail cars are now joined with boats and fishermen. One of them appeared just in the nick of time. Soon will be docked at Venice. Pavel is most probably already there. I don't usually fish in this tunnel, but I had a hunch they'd be biting pretty good here. Careful here. There's more than just fish in that water. See for yourself pretty soon. Grab the railing when I warn you. Du sagst, ich soll vorsichtig sein. Du kannst nicht fahren. Echt mal. Oh. Au! Ja, wenn ich... Ich habe keine Augen am Hinterkopf. Dann habe ich ein Messer geworfen, anstatt mich zu ducken. Ey, echt mal. Ich wundere mich, warum kriege ich Schaden? Stay quiet now. They don't like noise. And this is their work. See how they just rest there? Listen, listen. We're not here to harm you. Nobody knows what they mutated from. We call them shrimps. Ugly as hell. They're good eating, especially with beer.
Oh, mir ist das echt alles zu laut und ich kann hier an seiner Tastatur das nicht leiser machen. Guck mal, da verfolgt eins. Guck mal, das ist aber putzig. Das greift uns bestimmt gleich an, ich wette es. Oh, da ist noch eins. Oh Gott, ich kann gar nicht reagieren. Oh mein Gott, lass das, lass das. Töte, stirb. Entschuldigung, das, mich zu arg erschreckt. We've got to get out of here! Don't let them on board! They might turn us over! Ja, ich darf aber nicht auf die schießen. Das ist ja das Lustige. What the? Ah, jetzt auf einmal darf ich schießen. Das ist nur, weil der nicht am Dings gewesen ist. Hört auf damit! Oh mein Gott. Das ist mir alles so hektisch gerade. Was natürlich gut ist und alles, aber mir ist das gerade alles so extrem laut. Ich höre gerade nur die Effekte und ich kann das nicht anders einstellen. Das ist ja das Lustige. Wow, wow, wow. Ja. Schnell, 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 schnell. Ich hatte keine Munition mehr in meiner Waffe. Wo sollte ich das denn wissen? Da irgendwie rankommen. Oh, hört auf damit. Was krieg ich? Ach ja, ein paar davon. Hier, bitteschön, nimm mal. Ach, du willst sie anzünden, ernsthaft? Ach du Scheiße, nein. Geschafft? Ist es schon mal ein bisschen ruhiger als sonst? Das ist schon mal angenehm auf den Ohren. Geht's dir gut? Ich nehme mal Munition. Oh. Wow, this doesn't happen often. Looks like we lucked out. The subterranean Venice, an island on the dark waters of underground rivers. You always hear rough stories circulating about this place. I hear it is all one huge den of thieves. But there is something I know for sure. Pavel reached Venice, and if I'm not late, he's still here. Finding the Dark One is still my main mission. But now I see I must also uncover Corbett's plans so that I can warn the Order about them. Wow. Seems like we made it. Hey, are you asleep there? What do you think of the local fish, huh? Aren't they charming? Seemed moody, though. Looks like somebody went through there before us and angered them. Open up! The fishermen are back from the seas! Yeah, I see you all right. And who might that be? I picked the guy up in the tunnel. You don't think I should have left him there, do you? What? Can make my life easy? Of course not. Keep raising a lord of the gate. You could bring a girl for once. And what would you do with one if I brought her, Semenovich, huh? You're way too old for that stuff. By the way, you better lord of the gate, or else a woman might actually come. The one dressed in black and bearing a scythe. Never fear. Semenovich is gonna outlive you all. Hey, Fedor, how's fishing? Not even a bite, unless you count the shrimps.
and they got a few more out of me than I'd like. I was saved by this lad, Artyom. Nice to meet you, Artyom. Thanks for your help. So what exactly did happen? The shrimps were all over us as soon as we got to the fort. Almost took my raft apart. What the hell gives? Oh, that's easy. The Reds passed through here, going to meet our esteemed neighbors. Didn't seem to care what they stirred up. Ah, so that's why. Look, Artyom, I suppose there is no hiding. Venice is full of gangsters. Julek, the scum of the earth. Oh. So don't you start any shit. I don't want any trouble. Ich gebe mein Bestes, aber ehrlich gesagt versprechen kann ich's nicht. Simon! Hey! Simon! I want to talk to you! Look, do you know where might our red guests be? In the brothel, of course. Who's that with you? This is Artyom, the scourge of the shrimps. You should see him shoot! I never met anyone quite as good as him! A gunslinger, eh? Would you help me take out a few bad guys? Simon, I freaking knew it! This is getting old. But almost all of them are gathered at the storage facility. Look, if this isn't the right time, I don't know what is. Between the two of us, we might be able to take them out. I told you countless times already, and I'm going to tell you again. No! I don't need the shit around here! Do you get me? Yeah, I got you. Right. Then I'm going to leave you two. Okay. Darf ich auch gehen? In a station of criminals. How is it he's in charge? Hey, Simon, you're good with ich glaube, die reden jetzt nur noch mit sich. Ich kann, glaube ich, jetzt gehen. Ich gehe einfach ganz unauffällig weg. Ja, warum bin ich eigentlich am PC von meinem Freund? Erstens, er hat sich früher einen neuen PC angeschafft als überhaupt erwartet. Eigentlich dachte ich, er würde es erst nächstes Jahr machen, aber hat er dann doch ganz spontan sich geholt. Hat aus Spaß sich einen zusammengestellt gehabt und dann habe ich am nächsten Tag über Facebook eine Nachricht gekriegt. Hey, ich habe mir den bestellt. Und klar, mein PC funktioniert das auch, aber hier funktioniert es halt komplett flüssig, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken machen muss über irgendwelche Einstürze oder sonstiges. Das einzige Blöde ist jetzt gerade, dass mein Headset nicht darauf reagiert, wenn ich den Ton einstellen möchte, leiser oder lauter zu machen. Und auch, nee, ich müsste dann immer raustappen und das ist dann ein bisschen doof. Also ich muss den Ton auf jeden Fall noch etwas leiser stellen. Das Blöde ist gerade, dass ich so Effektlautstärke nicht separat auswählen kann. Nur Gesamtlautstärke oder Musik halt. Und, ja. Listen, Bro. You know, do you have a bullet to spare? Thank you, Bro. Thank you. Bitte? As if there's no other place to start. Please catch. Keine Ahnung, also ich habe genügend davon. Dass unsere Feinde im Bordell sind, das war mir irgendwie auch schon klar. Also, ich hatte auch eigentlich vorgehabt, das Ganze dann in 1080p zu rendern, aber habe ein Problem mit Zwischenmedium. Hab nämlich keins. So, did you take a look around? I have some business for you. Nein, nein, ich lese erst. Ich unterbreche dich. Tut mir leid, ich unterbreche dich erst. Wieso habe ich da keins eingesammelt? Regina, wo war das denn? Ach, das war, als ich unterwegs war. Ach so, ja. Es liegt daran, dass ich das Ganze ja bis hierhin nochmal gespielt habe. Ab einem gewissen Punkt, ein bestimmter Punkt, der war halt gleich, weil wir ja denselben Steam-Account benutzen. Und da habe ich dann nicht mehr mich komplett umgesehen in den einzelnen Räumen des Tunnels, sondern nur in dem zum Schluss, wo ich das den Strom dann anschalten musste, um durch das Tor zu kommen. Deswegen ist das nicht eingesammelt. Okay, wir haben finstere Gewässer. Manche Leute verstehen nicht, warum noch nicht die ganze Metro geflutet ist. Andere fragen sich, wie die Menschheit 20 Jahre lang in einem Schutz überleben konnte, der eigentlich nur für höchstens ein paar Monate gedacht war. Einige sagen, dass Menschen ebenso schwierig zu töten sind wie Kakerlaken oder Ratten. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich habe immer gedacht, dass unsere Existenz einen Sinn hat. Wir haben ihn nur noch nicht ganz verstanden. Das unterirdische Venedig ist eine seltsame Stadt. Drei Stationen, die halb mit Grundwasser überflutet sind. Die Alten sagen, dass es früher noch eine andere Stadt mit dem Namen gegeben hat. Sie sagen auch, dass sie die schönste Stadt der Welt war. Wer weiß, was daraus geworden ist.
Ja, ich lasse es kurz noch hier, weil es ist schön ruhig und dann quatscht er mich gerade nicht voll. Ja, Probleme zwischen Medium, deswegen nicht 1080p, deswegen mit Camtasia gerendert war das andere Programm. Da habe ich die Daten nicht mehr, diese Grunddaten. Und kann das dann schlecht hier installieren und außerdem würde das dann zu lange dauern und sein PC zu lange blocken und ich will ihm ja nicht die Zeit, die er zu Hause ist, hier seinen PC blockieren. Also, ich wäre ja ein bisschen böse von mir. Ich bin froh, dass er mich überhaupt spielen lässt. Nein. Okay, gut. Dann mal gucken, was er jetzt uns zu sagen hat. Seems like you're stuck here for good. Sunken tunnels everywhere. And if you go to Novokuzneskaya, you're as good as dead, probably. Seems like you're out of options. So, here's the deal. You could just stay here with us. You're young, tough, you can handle things, and we'll find you a job in no time. Especially since most of those newcomers here are just human refuse from Novokuznetskaya. Just think about it. You start working with our fishermen, get a bit acquainted with things, then you might actually like it here. We could even find you a nice girl. Well, I won't pressure you. Go get some rest for now, and try to stay out of trouble. The gangsters seem to be jumpy today. Ich könnte hier bleiben, aber ich will nicht hier bleiben. Eigentlich ist doch mein Zuhause der dieser Dings. Woher kam ich? Vor der roten Linie bin ich geflüchtet. Die Faschisten bin ich auch geflüchtet. Wie hieß denn das, woher ich kam? Das sind die Banditen bestimmt, ne? Ich will keinen Stress mit denen. Lalalala. Ich will nur ins Bordell. Ich denke mir, das wird das Bordell sein. Dass die Leute immer ins Bordell gehen. Ja, also echt mal. Aber ich will vorher noch ein bisschen ihm auf den Hintern starren, wenn er schon guckt. Oh, was siehst du hier? Was siehst du? Ich sehe nur einen Mann und eine Frau, die wahrscheinlich für ihn tanzt, aber nicht auf seinem Schoß. Dann ist es gar nicht interessant. Der schläft. Pass aber auf, dass der dich nicht befummelt, ne? Also. Ach, hier kann ich ein bisschen Munition und Dings. Gut. Was ist das denn? Diese provisorische Antiperson. Schrappschnellmine ist ihrem Gegenstück aus der Vorkriegszeit hoffnungslos unterlegen, im Nahkampf jedoch trotzdem unverzichtbar. Okay. Ja gut, Wurfmesser, ich habe jetzt versehentlich eins weggeschmissen, als ich mich ducken wollte, damit ich nicht mit den Balken dagegen komme. Aber naja. Die könnte ich eigentlich verkaufen. Obwohl ich verkaufe ungern Munition. Die kann ich nicht benutzen, die kann ich nicht benutzen, die kann ich nicht benutzen, nur die und die. Eigentlich müsste ich mal eine auswechseln, die so ist. Also für Pistole. Oder so. Naja. Okay. Nö, dann bin ich zufrieden. So, dann können wir ja jetzt ins Bordell gehen, weil man nicht, ich will mich hier noch umsehen. Was gibt es hier noch? Nee, danke. Oh, vielleicht sollte ich nicht hier rumlaufen, ich weiß es nicht. Was ist denn hier? Ernsthaft, die schießen hier auf Ratten? Oder so? Egal, braucht man nicht. Alright, it's okay, alright. Hush, baby, hush. What happened? Ich glaube, hier gibt es eine Errungenschaft dafür. Ich glaube, dafür gibt es eine Errungenschaft. Ich möchte den Teddy finden. Wo ist der Teddy? Teddy, 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 Teddy. Denn vielleicht am Schießstand? Ist der Teddy vielleicht am Schießstand? Ich möchte den Teddy, 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 Teddy. Ich glaube, ich meine, da gäbe es eine Errungenschaft für. So den verlorenen Teddy zurückbringen. He's not going to hit nothing. Aber ich sehe hier, sehe ich keinen Teddy. Ich weiß auch nicht, wie der Teddy aussieht. Es könnte ja auch ein Dinosaurier sein.
Da oben will ich eigentlich nicht unbedingt hin. Ja, Entschuldigung, mein Gott, chill. The rules are simple. You take position and kill all the critters. If you make it before the signal, you can collect your winnings. Come on, ich versuch's mal. Warum nicht? So ein bisschen das Spiel kennenlernen. I bet he's not hitting anything. How about 2-1? It's everything. I'm even alright with 3, man. He ain't hitting shit. Alright. Er ist jetzt nicht sonderlich schwer, aber hier liegt auch kein Teddy. Und ja, ich habe auf Ratten geschossen. Mein Gott, in der heutigen Zeit darf man das, als wer sich jetzt darüber aufregen sollte. Ich habe keinen Teddy gefunden. Teddy gibt's hier nicht. Teddy. Come on, don't be shy. Come on in, show the people how it's done. Nee, danke. Ich möchte nicht noch mehr dafür ausgeben. Wo ist der Teddy? Teddy, Teddy, Teddy. Teddy. Vielleicht gibt's ja hier einen Teddy. Könnte ich eintauschen, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Real guns for real men. Get your gun here. You can go. That gun is a beast. Okay. Okay, gut. Ja. Ich werde jetzt hier einen Schnitt machen. Ich muss den Ton unbedingt für mich leiser stellen. Unbedingt. Ich krieg echt. Oh. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Es ist mir extrem zu laut. Ich weiß nicht, ob ich den Teddy schaffe zu finden, weil ich nicht weiß, wo der sich halt befindet. Ich hoffe es. Oh, guck mal, ein Schwein, das hat sein eigenes Boot. Cool, ich will auch mein eigenes Boot. Und seinen eigenen Fahrer. Hallo? Das habe ich noch nicht mal daheim. Ich hoffe ja, dass ich den Teddy mal finden werde, damit ich den zurückbringen kann. Und ja, mal hier einen Schnitt, dann geht's das nächste Mal ins Bordell rein. Ja, ich weiß, darauf wartet ihr alle sehnsüchtig. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, eure Time.